Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir werden heute das Minental fertig säubern, zumindest einen Teil davon. Dazu gehören auch diese Drachensnapper, die hier hausen. Das ist unsere Rache für damals, denn die haben uns von unserem ersten Besuch hier weggefressen. Und jetzt da... Ja, hauen wir sie zu Brei. Ganz einfach und unkompliziert. Boah, hoffentlich kriege ich da ein. Nein, es sind zwei. Verflixt. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Ich hoffe, dass die Klaue gute Dienste macht. Ganz schnell einen Snapper umhaut. Drachensnappi halt. Komm, mach hinne. Stirb. Saufig elendiges. Jawohl. Wup, 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 wup. Stufe aufgestiegen. Jawohl. Komm, stirb. Jawohl. Wow, das war knapp, aber es ging sich aus. Nicht so. Jawohl. Nicht so. Alter Schwede. Sehr schön. Dann werde ich auch gleich wieder ein Tränkelein opfern. So. Und gesund sind wir wieder. Sehr schön. Stufe aufgestiegen. Sehr, sehr toll. Aha, da drüben sind ein paar Orks. Die nehmen wir uns gleich vor. Aber zuerst kommt noch dieser Drachenschnappi dran. Komm, gesterben. Jawohl. Komm, jawohl. Und Katschaka. Perfekto. Sehr, sehr schön. Gibt es hier irgendwas für uns? Nein. Nix, aber auch wirklich gar nichts. Okay, ne? Was soll man machen? Ist halt so. Dann knöpfen wir uns die Orks da vorne vor. Kommt's nach hier, ihr Deppen. Drei sind es an der Zahl. Okay. Komm, Katschanka. Noch mehr Katschanka. Komm. Einmal geht noch. Komm, Katschanka. Komm, jawohl. Der erste ist besiegt. Komm, 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 komm. Der zweite ist auch gleich besiegt. Jawohl. Und der dritte, der folgt jetzt auch gleich. Komm, Katschanka. Und bam. Jawohl. Das war's mit dir, du Mistviech. Sehr schön. Da ist nichts zu holen. Immer schön her mit eurem Zeugs. Ja, im letzten Part haben wir es ja geschafft, den vierten und letzten Drachen zu besiegen. Endlich, endlich, endlich. Somit ist das Minental jetzt wieder, naja, ein Stück sicherer. Bis auf den Orkchef, den ich, sag ich jetzt mal, vorerst nicht machen möchte. Da ich mich ungern mit Urshak verfeinden möchte. Aber mal schauen. Sollte mir keine andere Wahl übrig bleiben, dann ja, muss ich eben diesen Weg gehen. Oder wir besser gesagt. Wir müssen dann diesen Weg gehen. Ich glaube, hier ist alles in Ordnung. Die Drachensnapper, die da oben waren, hatten wir ja schon. Jetzt gehen wir noch darunter. Weil hier ist ja auch schon alles gesäubert. Dann haben wir nur noch dieses Eck da drüben. Und dann ist noch in der Nähe der Burg gibt es auch noch was. Da will ich noch kurz reinschauen, da unten. Ob hier noch irgendwo Orks sind. Aber ich glaube, da müsste es auch schon sauber sein. Und da möchte ich noch ganz fix schauen, ob das hier eine Belia-Statue ist. So, hatschen, hatschen, hatschen. Da vorne. Aha, Varg. Okay. Komm her, Vargi. Schau, hätten wir das 300 Erfahrungspunkte übersehen. Bäm, und weg ist er. So geht das natürlich nicht. Was haben wir denn hier? Bolzen. Eine Weidenbeere. Eine Spruchrolle. Eine Armbrust. Noch ein Bolzen. Tatsächlich, eine Belia-Statue. Butlerfleisch. Schauen wir gleich mal. Ich speichere das sofort. Für den Fall, dass wir sterben würden. Ob wir die Klaue Belias aufwerten können. Ja, schau mal. Verbessern. Katschanga. Sehr gut. Wie stark ist sie denn jetzt geworden? Dürfte nicht viel sein. Aber ich muss sie ja neu anziehen.
Schau, 105 Schaden macht sie jetzt und 42 Zusatzschaden. Ja, ist ja mal nicht so schlecht. Einen Tipp, falls ihr es noch nicht wisst. Chloe Belias und so, die kann nur bis zu einem bestimmten Level steigen. Ist dieser Level erreicht, bleibt sie quasi in diesem Speck, in dem man ihn trainiert hat. Also entweder Einhand, Zweihand oder in Form einer, oder besser gesagt mehreren Runen für den Magier. Also, wenn ihr euch entscheidet, von Einhand auf Zweihand zu gehen, weil es macht dann 10 Punkte mehr Schaden und so, die Waffe, also Grundschaden, dann solltet ihr euch das überlegen, bevor die Waffe fertig entwickelt ist. So, ich möchte hier nur einen pullen. Ich hoffe, es möge mir gelingen. Jawohl. Komm daher, du Zipfelklatscher. Katschanga. Bam. Schack. Frank. Katschanga. Jawohl. Das war's mit dir, du Mistviech. Und da haben wir auch unser nächstes Opfer. Komm daher. Du dreckiger Schnappi. Jawohl, ja. Bam. Und das war's auch schon. Aha, da hinten krebst schon wieder ein Bark herum. Den nehmen wir uns auch gleich mit. Ja, wie gesagt, jetzt tun wir halt Minental säubern, ne? Weil ich glauben tun, dass wir hier dann eigentlich nicht mehr her müssten. Boah, ich bin ganz schön angeschlagen, sehe ich gerade. Ich sollte mir ein paar Tränkchen gönnen. So und so. Und den da vielleicht auch noch. Vielleicht so einen noch. Ja, ja, das ist schon gut so. Das passt schon so. Bargilein, komm zu Papa. Kommt's nur her, ihr zwei schieren Viecher. Bam. Aufs Maul. Jawohl. Katschanga. Ja, sehr gut. Du auch mehrmals Katschanga. Einmal war schon. Nochmal. Jawohl. Super. Her mit eurem Fell. Da wird sich Bospa wieder freuen. So, dann schauen wir uns hier noch ein bisschen um. In der Hoffnung, dass wir noch ein paar Viecher finden. Ich sollte vielleicht auch mal wieder speichern. Das wäre auch nicht so schlecht. So. Mal hier hoch gehen. Vielleicht entdecken wir irgendwas. Wow, langsam. Ist da drüben irgendwas? Es schaut ziemlich leer aus, ne? Auch kein Schatten irgendwie, der uns da jetzt zu einem Gegner führen würde. Hui. Ja, ja. Da wird der Ton gleich mal etwas lauter gestellt, dass man sich am besten als Anfänger da, als junger Held gleich mal in die Hosen macht. Aber es schaut alles sauber aus. Es ist nichts gespawnt scheinbar. Ich hatsche jetzt noch ein Stück darüber, weil das war's dann nämlich auch schon. Und dann geht's auf Richtung Burg, da werde ich auch ganz schnell hinsprinten. Ich glaube, einen Sprinttrank haben wir noch. Ja, ja. Da haben wir alles sauber gemacht. Okay, dann nehmen wir den Sprinttrank. Habe ich noch einen? Ja, der letzte. So, und auf geht's. Rampazampa. Wobei, ich hätte auch laden können. Dann, ja, eigentlich... Ach, ist ja schon... Oder? Ach, ist wurscht. So, mach meine Ehrenrunde und passt schon. Denn da hinten gibt es dann nämlich noch an einer bestimmten Stelle gibt es da noch Drachenschnappis und ein paar Orks. Ich glaube, ein Elite-Typ ist auch dabei, bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Und dann müssten wir hier alles gesäubert haben. Also alles, was zugänglich ist. Gespawnt ist ja inzwischen nichts normalerweise. Ah, hopp. Und das heißt, ja, wir könnten dann wieder zurück nach Korinis gehen. Denn dort ist ja eigentlich ein bisschen die Katastrophe ausgebrochen, als wir uns hier unsere Zeit da investiert haben. Ihr werdet dann auch gleich sehen, was ich meine. Ist zwar kein Problem für uns, da wir das Getier, was dort herumkrebst, schon besiegen können. Sind ja auch altbekannte Viecher, aber ja,
Es ist halt sozusagen eine kleine Katastrophe ausgebrochen. Wie immer, wenn wir ne, von A nach B ein bisschen unterwegs sind. Kaum ist der Held mal außer Landes, bricht die Welt zusammen. Ne? So ist es ja. Wie sonst? Oder was sonst? So, also hier müssten noch ein paar Drachenschnappis sein. Wenn ich mich recht entsinne. Ja, ja. Da haben wir sie schon. Die Drachenschnappis. Halt, da oben wird gespeichert. Ein kurzes Blick hier auf die Uli. Ja, ja, da haben wir Zeit. Schön. Komm her, Schnappi. Und da hinten ist nämlich noch ein Orkelite. Da müssen wir halt aufpassen. Also ich muss aufpassen. Dass ich nicht alles zusammenpulle. Katschanga. Was, der ist schon mal fertig. Jo, arm bist du. Ja, ja. Ist schon gut. So, das nächste Viech. Wow, langsam. Da sind vier sogar. Den einen da unten habe ich gar nicht gesehen. Scheibenkleister. Komm daher, du Mistviech. Ja, ja, du brauchst gar nicht so bedrohlich ausschauen. Aber ich muss echt sagen, ne, monstermäßig, also designmäßig, die Drachenschnappis gefallen mir schon sehr gut, muss ich sagen. Ja, ja, geh sterben endlich mal. Perfekt. So. Dann, ja, muss ich leider wieder ein paar Tränkchen schlürfen. Wie gesagt, wir machen eh noch eine extrem große Shopping-Tour. Das bleibt uns leider nicht... Schau. Das bleibt uns leider gar nicht aus, weil... komm her, Schnappi. Weil unsere Ressourcen sind halt weg, ne? Also, alles weggesoffen. Aber dafür haben wir halt sau viele Erfahrungspunkte bekommen. Katschanka. Und bam, tschak, brak. Komm, geh ein. Jawohl. Sehr schön. So, das nächste Mistviech. Und dann ist schon der Orkelite dran. Dann haben wir, glaube ich, noch ein paar und das war's dann auch schon. Wow, natürlich kommen beide. Ich muss schauen, dass der Ork schneller stirbt als der Schnappi. Komm her, du Saukerl, du Elendiger. Bam, tschak, brack. Boom, tschak, brack. Komm, stirb weg, du Saukerl. Jawohl. Ja klar, der und der fängt fressen an, ne? Lol. Gleich mal. Oh, mein Herrchen ist gestorben, ne? Das. Ja, warum verkommen lassen, ne? Fein. Das lief hervorragend. Das lief wirklich hervorragend. Ich freue mich. So, dann laufen wir weiter. Ich glaube, da oben sind noch ein paar. Und dann müsste das. Ja, ja, da sind sie. Und dann müssten wir das schon erledigt haben. Komm her, Schnappi. Dann können wir zu uns zurück in die Burg borden. Garond die gute Nachricht überbringen. Und dann können wir schon wieder das Weite suchen. Komm, gestorben. Bam. Perfekt. Leider muss ich jetzt noch was trinken. Das eine. Und da vielleicht noch einmal. Und dann hoffe ich mal, dass das reicht. Ich speichere natürlich. So, komm her, du scheiß Schnappi. Attacke! Komm, gestorben. Jawohl! Und das dürfte es gewesen sein. Somit haben wir hier alles geplättet. Dürfte nichts mehr am Leben sein. In Klammer hoffe ich halt, dass ich nichts übersehen habe. Passt, dann werde ich nicht mehr unsere Zeit vertrödeln. Gleich in die Burg borden. So, dann werden wir auch gleich schlafen gehen. Halt, warte. Zuvor noch das Auge Innos aufladen. Bevor ich es vergesse. Nanu? Geht er nicht. Dann halt nicht. Ich dachte, das wird jetzt gehen. Naja, dann halt nicht. So. Dann werden wir Garon schnell Bericht erstatten. Dann gehen wir schnell eine Runde. Oder gehen wir schnell pennen. Ja, gehen wir schnell mal pennen. Gehen wir Bericht erstatten und mit den Leuten vielleicht noch ein bisschen quatschen, falls nötig. Bis zum nächsten Morgen pennen. Oh. Die Nächte hier sind so kurz. Da legt man sich gerade mal hin für eine Sekunde und schon muss man wieder aufstehen. So. Aber das Leben eines Helden ist hart und beschwerlich und bescheiden und ja.
so weiter und so fort. So, Hallöchen, Garond. Mission erfüllt. Ich habe Neuigkeiten über die Drachen. Berichte. Ich war in der westlichen Eisregion und habe den Eisdrachen dort zur Strecke gebracht. Das sind gute Neuigkeiten. Hier, ich gebe dir etwas Geld für deine Ausrüstung. Alle Drachen sind erledigt. Alle Drachen sind tot. Alle? Das Böse ist also endgültig besiegt? Ja. Nein, leider noch nicht. Oh. Es gibt da noch ihren Anführer. Waren die Drachen nicht die Anführer der Orks? Ja, schon. Aber auch sie haben ihren Meister. Wir müssen auch ihn beseitigen. Ich kann hier verdammt nochmal nicht weg. Ich muss das Erz sichern. Und die verfluchten Orks sind auch noch da. Du musst dich allein darum kümmern. Ich kann dir nicht helfen. Möge Inos dich schützen. Stimmt, da war ja noch was. Die Orks bei Hoshpak, die können wir noch verhauen, wenn wir wollen. Müsste eigentlich gehen, mittlerweile. Wir sind ja schon stark, wir sind ja schon ein großer Junge. Müsste theoretisch funktionieren. Wären noch ein paar Erfahrungspunkte. Und, ach ja, da fällt mir noch was ein. Khor Anga, den treffen wir jetzt auch noch einmal. Ich habe jetzt nur leider keinen Sprinttrank mehr. Jetzt sind wir halt ein bisschen so hatschen. Hui. Hui. Und alle hopp. Juhu. Und ja, ich möchte nur schnell, wie gehe ich das am besten an? Ja, wenn ich da lang laufe, ist es eh am gescheitesten. Soll man es riskieren mit Hoshpak? Wie gesagt, es gäbe auch Erfahrungspunkte. Es ist halt schwierig. Ich will den lieben Urshak echt nichts Böses. Der freut sich nämlich so sehr, dass er wieder in seine Gruppe kommen könnte. Mist, verdammter. Eine schwere Entscheidung, das ist. Könnt's mir glauben? Ja komm, jetzt leg nicht rum, da blöd. Lauf anständig. Sonst kriegst du halt kein Abendbrot. Schauen wir mal. Besiegen wir mal schnell die Orks da oben. Das sind eh nur ein paar Hampelmänner normalerweise. So. Und dann hoffe ich, dass wir es noch zu Khor Anga schaffen. Ui, die Zeit wird knapp. Ich mache ein bisschen Überlänge. In der Hoffnung, dass wir dann alles schaffen. Wow. Komm her, Saufich. Ja, ja, natürlich dieser Kack-Schamane, ne? Kachanga. Komm, Kachanga. Vier Orks sogar. Boah, wie mich dieser Schaman-Trottel da oben auf die Nerven geht, ne? Ich lock sie mal ein Stückchen weg. Da rein. Komm so her, ihr Deppen. Komm, du stirbst als erstes. Du als nächstes. Du sowieso auch. Ja, Alter, dieser depperte Kackschamane, ne? Ja, du blöder Scheißorke, sterb. Geht ja. Und jetzt bist du dran, du Wichser. Hoshpak. Kachanga. Komm. Jawohl. Wir haben jetzt doch alle besiegt. Ups. Ich habe es doch alle besiegt. Da ist nichts zu. Ich meine, ja, es gehört zum Let's Play dazu, ne? Es ist eine Aufgabe und ja. Verdammt. Wie gesagt, es gehört dazu zum Spiel, ja. Ich bin ziemlich sprunghaft in letzter Zeit, ne? Was meine Entscheidungen betrifft. Entschuldigung dafür, aber ja. Was soll's. Ich bin einfach erfahrungspunkte gierig. Ich gebe es ja offen und ehrlich zu. Aha, da drüben stehen noch ein paar Hampelmänner. Vorsicht. Gleich mal was trinken. Und dann, denke ich mal, können wir das Ganze sein lassen. Ich habe mir aber mal eingebildet, man konnte mit dem Kerl da reden. Kommt's nur her, ihr Trottel. Ihr Trottelis. Ja. Kachanga, komm. Da liegt ein Schwert, habt ihr das gesehen? Ja, komm daher, Trottel. Komm, die sterben. Jetzt bist du dran. Passt.
Ja, mit euren Sachen. So. Und so. Und was ist das für ein Schwert? Pharos Schwert. Ah, ja, klar. Natürlich, die Quest war ja auch noch. Ja, also von dem her ist ja eh wurscht, ne? Passt. Sind wir fertig scheinbar. Ah, da drüben schaue ich noch ein Stück also rüber. Darauf da kurz, weil ich glaube, da waren auch ein paar Orks. Glaube ich. Nee, da ist gar nichts mehr. Nein, nein, da ist nichts mehr. Also nochmal auf zur Burg. Hui. Pharo schnell sein Schwert gegeben. Und dann, ja, könnte man noch die Lederbeutel-Quest machen. Mit du zum Pharo leid. Der wird da jetzt ziemlich verhauen werden. Hallo, Pharos. Alle Drachen sind tot. Okay. Alle Drachen sind tot. Gut gemacht. Wenn wir mehr Leute wie dich hätten, dann wäre es wahrscheinlich nie so weit gekommen. Danke. Fähigkeiten? Wo ist denn jetzt sein Schwert? Sag bloß, es hat es nicht mitgenommen. Pharos Schwert. Was hat er da vorher? Zeig mir, wie ich meine. Ein guter Kämpfer muss. Ach so, wir haben ihm ja unser Schwert gegeben. Passt schon. Ich hab so einen. Passt schon. Wir haben ihm unser Schwert gegeben. Ist ebenfalls eine Erzdingensklinge. Das kann ja nicht ewig so weit. Aber ihr seht ja, die Klaue Belias ist ein bisschen stärker. So, passt. Also. Gut. Ich mache jetzt ein bisschen Überlänge. Habe ich jetzt schon angefangen, ehrlich gesagt. Ich möchte das jetzt gern zu Ende bringen. Ich möchte das Minental jetzt gerne abschließen. Dazu war, ja sicher, werden wir mal kurz sterben. Oder auch nicht. Jetzt ist sie ausgegangen. Super. Wieso gellst du da jetzt ab, du Idiot? Ist das, musste das jetzt sein? Trottel, echt. Jagst mir da noch einen Herzinfarkt ein. Jetzt hätte ich mir das Sporten sparen können. Ja, ist ja wurscht. Hatschen halt noch ein Stückel. Also Chor Anga werden wir jetzt noch ein bisschen quatschen. Dann dort die Gegend noch ein kleines bisschen anschauen, weil ich glaube, ich habe ein paar Snapper übersehen. Und dann sind wir hier fertig. So richtig fix fertig. Und können uns dann ab morgen wieder Corinis widmen. Also verzeiht mir bitte diese Überlänge jetzt da. Ich mache das jetzt einfach mal. Mir ärgert es gerade, dass ich keinen Sprinttrank mehr habe. Man ist schon recht langsam, muss ich ganz ehrlich sagen. So, alles nur mein kleines Stück. Ich versuche so gerade wie möglich zu laufen, dass wir da uns ein paar Meter sparen. Aha, da ist noch eine Waffe, schön. Boah ey, das Ganze, die ganzen Waffen mal verkaufen wäre auch Not. So, wir müssen da runter. Da ist halt der andere Zugang zum Eis, zur Eisregion, ne? Wenn ihr euch mit mir mit erinnert. So, bin windschief gelaufen, das gehört sich so. Also sprich, da wo das Sumpfgebiet ist, ne, da gehen wir jetzt vorbei. Also nicht ins Sumpfgebiet rein, sondern vorbei. Da können wir auch gleich mit den Burschen hier sprechen und sagen, dass Silvio nicht mehr ist. Hallo Rot. Nein. Also für den Fall, dass die das wissen wollen, ne? Boah. Achso, der Sumpfdrache ist tot. Gibt's da der Punkte? Der Sumpfdrache ist tot. Achso. Was passiert jetzt mit dir? Keine Ahnung. Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Immerhin könntest du jetzt als Held nach Corinis zurückkehren. Ich vermute, daraus lässt sich Kapital schlagen. Denk mal darüber nach. Jo, mir wär's lieber, wenn Bennett und mir eine gute Rüstung bauen würde. Was ist los mit dir? Ah, dieser Stiefel. Ja, und was machst du jetzt? Okay. Du kannst. Okay, das ist immer dasselbe. Passt. Da oben sitzt er nämlich schon, unser lieber Angar. Er will nicht mehr Chor genannt werden. Er hat den Titel ja abgelegt, weil die Bruderschaft des Schläfers gibt's ja nicht mehr. Also der liebe Angar. Was? Wie, der ist jetzt weg? Hä? Ernsthaft? Wieso ist denn der jetzt weg? Scheiße, sind mir jetzt gerade 300 Erfahrungspunkte durch die Lappen gegangen. Woher ich das weiß, wollt sie sicherlich gerne wissen, ne? Ganz einfach und unkompliziert.
Ich habe euch ja, gestern war das, ne? Habe ich euch erzählt, dass ich 15 Minuten schon aufgenommen hatte, ne? In den 15 Minuten war ich hier und ich schwöre euch, Koranga saß hier. Mit ihm konnte ich plaudern. Ich glaube, es gab 300 Erfahrungspunkte oder 150, ist ja wurscht. Das ist gerade echt wieder typisch, ne? Jetzt ist das futsch. Einfach so futsch. Ist da drinnen noch jemand? Hallo? Nein. Dann sind nur mehr da oben die Schnappis und dann können wir auch schon den Part beenden. Da oben müssten irgendwo noch ein paar Schnappis sein. Halt weg. Oh, Banditen. Oh, Banditen. Oh, Banditen. Oh. Komm da her, du Trottel. Katschanga, komm, mach Katschanga. Jawohl, der ist schon mal hin. Perfekt. Ich perre das Zeug, auch deinen blöden Degen. Der ist nämlich gerade gar nicht so wenig wert. Dann werden wir noch schnell was trinken. Oh. Stopp. Du Arschloch. Wie der mich von da oben anschießt, ne? Blödes Mistkerl-Dings. Arschgeigen, Krüppelkind. Na, schau, gestorben. Wow. Der ist jetzt echt schnell umgefallen. Der auch. Den anderen, da müssen wir hier rauf. Den probiere ich hier einfach umzuhauen. Jawohl. Dann irgendwo ist noch einer. Keine Ahnung, wo der ist. Schnell mal ausrauben. Komm, hier, gib her dein Zeug. Wo bist denn du? Der muss da oben irgendwo sein. Ich sehe ihn gerade nicht. Dann rauben wir halt die mal aus. So. Her mit eurem Zeug. Sehr schön. Dann tun wir wieder speichern. So. Und dann machen wir den da vorne auch noch platt. Und da oben... Oh, das sind noch drei insgesamt. Also mindestens, wow, mindestens drei. Vier, fünf. Wir sterben. Ja, ja, das war eine blöde Idee von mir. Die ballern mich da gerade weg. Das habe ich nicht, so schnell, wie du nicht klug gewesen. Wo ist der zweite? Da. Der dritte? Gibt's keinen. Okay, schnell was trinken. Ich nehme einen großen wieder. Da waren es schon mal zwei, die ich besiegen durfte. Ach, verdammt, das wird richtig schier Überlänge. Da hätte ich noch einen zweiten Part draus machen können. Oh, oh. Wow, da bist du, okay? Komm her. Perfekt, der ist hin. Kaputo. Komm, mach Loot. Wieder speichern. Dann müssen wir hier rauf. Da oben sind drei, fünf. Ich glaube, sechs gibt es noch insgesamt. Jetzt bist du dran. Ja, halt die Klappe. Ich zieh vor Klatscher. Katschanga, komm. Wir sterben. Jawohl, der erste ist hin. Fällt halt nur nicht um. Komm, stirb weg. Der zweite ist weg. Der dritte ist weg. Jetzt müssen wir da runterlaufen. Jetzt muss ich schauen, dass ich die zwei da schnell besiegen kann. Kommt's nachher, ihr Arschlöcher. Komm, Klaue. Gib Gas. Mach Katschanga. Sehr viel Katschanga, bitte. Komm, gestorben. Ist Pink. Passt, der ist auch hin. Und der da drüben wird jetzt auch noch schnell umgebracht. Und dann haben wir Ruhe. Hör auf damit, mich zu treffen, du Kasperl. Bäm, tschak, brack. Wunderbar. Hui. Ein ganzes Banditenlager ausgerottet. So muss das ausschauen. Was, da schießt mich noch jemand an? Wo denn bitte oder wer? Habe ich einen nicht umgebracht? Wie geht das denn? So, schnell ausraum alles. Haben wir hier in der Truhe noch was? Nein.
Bitte, wo schießt denn da jemand? Keine Ahnung. So, den noch schnell ausräumen. Ich glaube, das ist der eine, der mit deinem Fleucht ist, ne? Aber von wo schießt der Depp? Ich will ja nicht, dass mir jemand entfleucht. Das muss ja jeder, soll ja jeder, ne? Hier drauf gehen. Ich will nicht, dass einer da seinen Freunden nachtrauen muss. So. Schnell was trinken. Sehr fein. Das reicht schon mal. Schnell speichern. So. Wo bist du denn? Du Zipfelklatscher. Feigling. Schießt mich da an mit einem Pfeil und ist da nicht da. Aha, da oben knurrt mich auch schon irgendwas an. Ah, nur Schnappis. Komm her, Schnappi. Ja, ja. Komm, wir sterben. Was? Schnappi kaputt? Schnappi kaputt. Was? Das muss es dann gewesen sein, eigentlich. Mehr sollte hier nicht sein. Perfekt. Dann haben wir den Part geschafft. Okay, das Minental ist sauber. Da gibt es nichts mehr, was wir noch holen könnten. Ich kontrolliere noch einmal schnell den Weg da drüben, ob hier nicht doch irgendwo so ein Banditenkrüppel herumlungert. Aber das müsste es eigentlich schon gewesen sein. Ab morgen sind wir wieder zurück in Corinis und werden dort aufräumen. Wir werden auch dort alle Gebiete einmal durchstreifen und hoffen, dass wir nichts übersehen, damit wir schön viele Erfahrungspunkte kriegen, um dann gegen den letzten Gegner antreten zu können, dem Chef der Drachen. Wartet mal, langsam. Hui. Warum bist du eigentlich alleine hier? Hey. Talbin. Beibringen, jemanden vorbeikommen sehen. Warum bist du alleine hier? Bist du momentan allein hier? Ja, mein Kumpel Engrom hat sich vom Acker gemacht. Gestern noch meinte er hätte eine Vision. Jemand soll ganz leise zu ihm gesprochen haben. Oje. Ich habe gar nichts gehört. Ich dachte noch so bei mir, der spinnt wohl. Hm. Und dann war er auf einmal verschwunden. Ich habe keine Ahnung, wohin. Wenn du Engrom irgendwo sehen solltest, dann sag ihm mal, dass er mir noch eine Lurkerhaut schuldet. Der Mistkerl. Ich hatte eher den Eindruck, dass er gar nicht mehr von ihr weg wollte, bis die Orks wieder abgezogen sind. Ich sag ja, irgendwas stimmt nicht mit ihm. Aha, okay. Ich habe ihn... Das machen wir noch schnell fertig. Ist eh schon wurscht, ne? Ich habe deinen Kumpel Engrom gefunden. Ja? Wo ist er? Er ist tot. Hier, ich habe deine Lurkerhaut bei ihm gefunden. Bei Innos, ich muss hier raus und wenn ich dabei draufgehe, jetzt oder nie. Das müsste jetzt klappen, weil wir haben eh schon alles gesäubert. Also gut, was? Da lebt noch was? Hör auf! Ein Lurker. Zwei Lurker. Wo kommt die jetzt bitte her? Ja, weg mit dir, du Mistsau. Ja, aber jetzt müsste doch Ruhe sein, oder? Das gibt's hier nicht. Alter Schwede, jetzt müssen wir wirklich fertig sein mit dem Minental hier. Das gibt's ja nicht anders. So, ihr Lieben, ich bedanke mich für eure Geduld. Das muss ich heute mal wirklich betonen. Für eure Geduld, dass ihr die Überlänge hier heute so brav akzeptiert und euch anschaut und hoffentlich auch genießt. Wir sind mit dem Minental jetzt eigentlich fertig. Wir werden jetzt ab morgen wieder in Corinis unser Unwesen treiben. Corinis vor allen Viechern befreien und somit ganz, ganz viele Erfahrungspunkte sammeln und sie hoffentlich sinnvoll auch nützen und einsetzen. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!